Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge My Café. Tja, in der letzten Folge habe ich ja völlig versaubeutelt, dass ich ja mit Andy sprechen soll. Ja, ich bin ja hier schön brav auf sein Bildchen gegangen. Sprechen Sie dann mit Andy, nachdem Sie die Bestellungen ausgeliefert hatten. Ja, das hole ich denn jetzt mal nach. Ja, also ich nehme immer noch am gleichen Tag auf. Reden wir mit Andy. Aloha, eine Bestellung wurde ausgeführt. Sind Sie sich jetzt sicher, dass Ihr Traum nicht in Erfüllung gehen wird? Ganz sicher. Mich, Nicole, hat was gefriendzoned. Oh mein Gott. Vielleicht haben Sie Frauenprobleme, weil Sie so reden wie Yoda. Ja, komm, das machen wir. Nicole liebt das. Sie hat sogar gesagt, dass sie sich genau so einen Freund wie mich wünscht. Sind Sie nicht ein Freund wie sie? Was? Offenbar nicht ganz. Haben Sie ihr von Ihren Gefühlen erzählt? Naja, ich musste so lange auf den richtigen Moment warten, aber jetzt ist er gekommen. In der Stadt findet ein Filmfestival statt. Wir gehen zusammen hin und dann frage ich Nicole, ob sie mir aushelfen und mit mir ausgehen möchte. Ja, viel Glück. Ja, vielen Dank. Begrüßen Sie Nicole, wenn sie herkommt. Okay. Aha. Ein Minifilmchen. Ah, okay. Also die nächste Love Story, die wir hier in Gang bringen sollen. Ach, du liebes bisschen. Ja gut, dann haben wir ja jetzt so viele Diamanten bekommen, dass wir uns ja hoffentlich jetzt hier mal das Kästchen freischalten können, sodass wir eins mehr haben. Ja, Gott sei Dank. Halleluja. Oh, da kommt Nicole. Oh, die sieht ja mal cool und tippy aus. Und oh mein Gott, wenn die auch so spricht. Oh Mann. Ja, ich würde aber sagen, wir reden mal mit Watson, denn ich möchte unglaublich gern wissen, wie das alles so weitergeht. Ja, hallo Watson, machen Sie es sich gemütlich. Ja, natürlich, ich habe nur eine kleine Bitte. Welche denn? Könnten Sie ein schönes Ledersofa aufstellen? Oh, wir werden es versuchen. Danke, diese Stühle tun meinem Hinterteil weh. Okay, Watson wünscht sich also ein Ledersofa. Ja, dann gucken wir doch mal, wo wir das finden. Ledersofa könnte so amerikanischer Stil vielleicht sein. Gucken wir mal, wo wir das finden. Gut, war schon mal nicht richtig. Gewöhnliche Gegenstände. Ist es vielleicht in den ganz... Oh Gott. Das ist aber... Alter Schwede. Ja, ich würde sagen, wir stellen das mal hier hin. Und dann möchte ich ganz gerne vielleicht Sachen verschieben. Warte mal, wir drehen das erstmal. Dann würde ich sagen, das kommt hier hin. Dann drehen wir die Lampe vielleicht hier so hin. Ja, ich glaube, könnte gut sein. Dann machen wir die Auslage für Glückskekse. Aber langsam wird es aber ein bisschen knappig hier drin, wa? Wenn wir die vielleicht hier gleich so daneben stellen. Warte mal, wenn wir die so drehen, dann ist der Ladenbereich ein bisschen abgegrenzt und die kommen trotzdem durch, die Mädels, oder? Ach, das ist ja wieder was hier. Ich glaube, ich muss die Theke doch wieder in die andere Richtung verlängern. Ne, okay. Dann versuchen wir das Sofa mal zu drehen, ob wir das hier hinkriegen. Ach du Gott, da muss ich ja Tische für verschieben und so. Naja gut, ja, ist jetzt nicht so schön, ne? Oh weia, Watson, na, da hast du mir aber was eingebrockt. Ach Gott. Warte mal, können wir den Tisch vielleicht hierhin verschieben? Ja, es tut mir leid, ich musste euch jetzt mal umplatzieren. Wenn wir das verschieben, es geht nur so zu drehen. Na, das ist ja auch blöd, oder? Naja gut, dann schieben wir es ein bisschen weiter vor.
Ja, also schön ist anders, ne? Naja, gut, dann ist das eben so. Jetzt geht Watson auch noch. Watson, ich habe ein Sofa für dich hingestellt. Ach, Manu. Okay, dann stellen wir uns mal bei Nicole vor. Haben Sie eine Minute Zeit für mich? Herzlich willkommen, Nicole. Hallihallo, schön Sie zu sehen. Ich bin hergekommen, um den Mann meiner Träume zu treffen. Andy? Ja, den auch. Aber mein Traumtyp ist Oscar Goldie, der schönste und talentierteste Schauspieler der Welt. Er stellt seinen neuen Film beim Filmfestival vor. Oscar ist in der Rolle des Prinzen einfach wunderschön und umwerfend und wunderschön. Er gefällt Ihnen wohl wirklich gut, hm? Ja, ich habe sogar geträumt, dass Oscar und ich Agenten mit einer geheimen Mission waren. Wir küssten uns. Ich würde alles tun, um mit ihm zusammen zu sein oder um wenigstens ein Autogramm von ihm zu bekommen. Aber wie soll ich mich durch diese Fanmassen kämpfen? Besonders ohne eine Karte für das Festival. Sie haben keine Karte gekauft? Naja, sie waren nach einer Sekunde ausverkauft. Ich konnte nicht mal auf das Bestellformular klicken. Und wie wollen Sie dann zum Festival kommen? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht hat Andy ja irgendwie einen Plan. Sprechen Sie mit ihm. Okay. Oh je. Der arme Andy. Oh, das ist niedlich gemacht mit den Zwischensequenzen, ne? Och Gottchen, Andy, das tut mir irgendwie leid. Erzählen, ja, dass Nicole in Oscar verliebt ist. Was ist denn an dem so toll? Er geht nie unter Leute und mit seinen Fans unterhält er sich auch nicht. Ganz geheimnisvoll und mysteriös. Ich bin mir sicher, dass das alles Show ist. Wie meinen Sie das? Oscar Goldie ist einfach ein gewöhnlicher Schönling, der schauspielert und Selfies vor dem Sonnenuntergang macht und sich versteckt, um sich besonders und aufregend darzustellen. Nicoles Worten zufolge gelingt ihm das. Sie träumt von einem Autogramm von ihm. Ja, das ist nicht sehr realistisch. Seine Leibwächter lassen niemanden an ihn heran. Oh, das wird Nicole nicht gefallen. Ausgezeichnet. Wie meinen Sie das? Ja, ich besorge Karten für das Filmfestival. Nicole darf Oscar nicht sehen und dann vergisst sie ihn. Führen wir drei Bestellungen aus und unterhalten uns dann wieder. Okay, jetzt muss ich hier denn weitermachen. Alles Klärchen. Schauen wir mal. Gut, Petrovic, warum starren Sie so gebannt auf Ihre Handflächen? Ja, der möchte immer noch einen Tee mit Anis, Zimt und Zitrone und ich habe immer noch nicht wieder Anis. Aber ich habe doch hier die Geschenke bekommen. Gucken wir mal rein. Vielleicht kriegen wir da einen Anis. Sternanis, Muskatnuss, Sternanis. Na ganz toll. Jetzt ist es hier voll mit. Nein. Nein. Du warst doofig. So, was möchtest du denn? Rosenblätter und Erdbeereis-Croissant. Erdbeereis, Rosenblätter. So, bitteschön, machen wir mal ein bisschen Geldchen hier nebenbei. Na? Vielleicht werde ich ja irgendwas los. Was habe ich nur einmal? Gar nichts. Na toll, außer Gold. Was möchte er denn? Ja, kann ich nicht machen. Sie möchten auch. Alle möchten Sie Anis. Er braucht noch. Haben Sie es geschafft, Karten für das Filmfestival zu bekommen? Oh, geht schon weiter die Geschichte hier. Nein, aber ich habe es geschafft, alle meine Freunde und Bekannten wegen dieser Karten auf die Nerven zu fallen. Ach so, okay. So. Möchten Sie etwas Besonderes? Alle wollen so Anis. Verdammt. Kaffee Americano mit Muskatnuss und Sahne. Ach, die haben ja wieder nichts angestellt. Muskatnuss und Sahne. Jetzt muss ich warten, bis der Kaffee Americano fertig ist. Uha. Jetzt haben wir jedenfalls richtig zu tun hier. Um mit der Geschichte weiterzukommen, müssen wir jetzt wirklich Sachen machen. Gib mir mal hier so, warte. Sahne können wir ja schon mal nehmen.
Wer war denn das jetzt? Muskatnuss. Wer war denn das jetzt? Wer war das? Wer war denn das jetzt? Oh nein, wer war das? Okay, mit Anis. Ach, ein festlicher. Alles klar. Hier, bitteschön. Hier ist Ihre besondere Bestellung. So, was möchtest du jetzt? Tee mit Ginseng. Das kriegen wir auch hin. Ginseng. Ich meine, so kriegt man natürlich auch mal ordentlich Geld, ne? Ja, wunderbar. Und jetzt möchtest du was mit Gold, stimmt's? Safran und Kardamom. Safran und Kardamom habe ich nicht. Geht also nicht. So, die möchten alle was mit Anis und Zimt. Ein Rosentee hätte er gern. Das kriegen wir hin. Ach. Mädels, ihr müsst das hier wirklich alles am Laufen halten. Ihr macht mir sonst das Leben schwer. So, was möchte er denn? Käsekuchen mit Zimt und Sternanis. Sternanis, Käsekuchen und Zimt, ne? Eine besondere Bestellung, ja, bitteschön. So, was hätten Sie jetzt gern? Kaffee Americano mit Galgant. Galgant haben wir, ne? Ja. Festlicher Kaffee Americano. Komm. Ah, da muss bestimmt noch Sahne. Was muss denn da noch rein? Ach. Festlicher Kaffee Americano Milch. Und Galgant wollte er haben. So. Ach so. Warte. Besonderheiten. Da müssen wir hier gucken. Festliche. Mit Galgant, also nur Galgant, da kommt das denn weg. Alles klar. Ja, da muss man halt auch mal lesen, ne? Kardamom habe ich nicht. Ach Mann. Aber hier, Watson, wir haben ein neues Ledersofa gekauft und aufgestellt. Ja, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie dankbar ich Ihnen bin. Hier, 3 Diamanten als Zeichen meiner Dankbarkeit. Und 1000 DP. Ja, nett, nett, nett. Das ist doch mal nett. Kann man doch mal machen. Ich sehe schon, ich kriege hier nichts so weit los, dass ich hier Platz machen könnte, um ja an Anis zu kommen. Ärgerlich. Naja, gut. Dann werde ich das jetzt wohl die nächsten Tage mal weitermachen, um dann an den Anis wieder zu kommen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir für die Folge schon mal zum Ende, etwas kürzer als sonst, aber das macht ja nichts. Ja, da bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Also bis dahin, macht's gut, ciao!